Da muss ich jetzt nochmal aufstehen. Kann ja nicht wahr sein. Die Kneipe gegenüber, ja, die geht mir ja schon länger auf den Keks, ja. Aber jetzt flippen sie richtig aus. Ja, also wenn die nicht aufpassen, ja, dann rufe ich gnadenlos die Bullen. Ich wollte schlafen, man muss sich das mal überlegen. Die sind da mindestens ja, 50 Meter entfernt. Und ich verstehe jedes Wort von diesen Wichser. Ja, die gerne hören will. Und mir ist das scheißegal, wer da involviert ist in der Kneipe. Es interessiert mich ein Scheißdreck. Merkt euch das. Ja? Ich habe ihnen jetzt angedroht, dass ich die Bullen rufe, wenn sie weiter sind. Ab 22 Uhr müssen sie leise sein. Ja, da können sie nicht mehr so laut. Ich bin still. Also ich bin nicht sauer. Nö, das nicht. Sauer bin ich nicht. Warum sollte ich denn deswegen sauer sein? Nein, im Gegenteil. Ich bin richtig gut drauf. Die regen sich da drüben richtig auf und wollen mir immer in die Fresse hauen. Naja, gut, okay. Können sie ja machen. Ja? Ich soll runterkommen, sagen sie. Warum soll ich denn runterkommen? Ich rufe lieber die Bullen. Da habe ich Ruhe. Ja? Ich gehe doch da nicht runter. Ich meine, die Bullen rufe ich natürlich auch nicht, wenn ich das nicht muss. Ja? Also selbst, ich mache das nicht. Ja, ich brauche keine Bullen. Ja? Die kommen sowieso von alleine. Ja? Wenn hier nach 22 Uhr nicht Ruhe ist, kommen die eh. Voll geil. So, na, jetzt bin ich erstmal wieder wach. Ja, leider. Geil. Ja. So ist das eben. Ich ecke überall ja, da ist jetzt ein türkischer Landsmann der Besitzer von der Kneipe. Der Deutsche, der vorher da war, der hat die Lizenz verloren, weil er zu blöd war. Ja, einfach zu blöd. Ja, zu großes Maul, ja, und dadurch habe ich ihn gewarnt, er hat es nicht geglaubt, ja, und nun ist er weg. Ja? Jetzt haben wir hier einen türkischen Chef als Kneipenbesitzer, ja, voll geil. Gegen dem habe ich gar nicht, warum? Naja, der hat eine süße Tochter. Die Tochter ist voll süß, ja. Und der scheint auch ganz okay zu sein, aber seine deutschen Gäste da, ja, seine Rocker da, was sieht man, was für Rocker das da sind, ja? Das interessiert mir ein Scheißdreck, Mann! Ja, was das für Rocker sind, Mann! Ja, jetzt sind für mich keine Rocker, jetzt sind für mich Idioten, Mann! Ja, die da so laut sein müssen, dass ich das 60 Meter weiter höre! Ja, dann sind das für mich Affen, Mann! Aber keine Rocker. Geil. Ja, yeah, die sind kulturlos, das alle. Ja, also, jetzt bin ich erstmal wieder wach, leider. Oder nicht leider, macht ja nichts. Okay, ich werde mich mal wieder anmelden hier. Ist das geil, ehrlich. Scharf, ja, wie sich manche auch fühlen. Ja. Ist echt ein Witz. Ja. Aber gut, sollen sie machen, ja? Mich stört's nicht, ja?